Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge World of Warships. Und ich bin nicht alleine, ich spiele mit dem lieben Alcaramba. Hallo Andi. Hallo Rio. Und ich bin in der Türpitz unterwegs, ihr seht das schon, mal wieder. Das ist die letzte Folge mit der Türpitz, kam übrigens wieder ungeahnt gut an, warum auch immer. Also ihr scheint das Schiff echt zu mögen oder gerne zu sehen. Und der Alcaramba ist in der Michail Kutuzov unterwegs, also wenn ihr seine Sicht sehen wollt und das Schiffchen sehen wollt. Dann verweise ich da auf seinen Kanal, denn ich glaube, er nimmt auch auf. Exakt dasselbe ist es bei mir, also an dieser Stelle auch nochmal an meinen Zuschauer ein herzliches Willkommen. Und sofern die Runde gut läuft, dann werdet ihr auch die natürlich bei mir auf dem Kanal sehen. Ryu in der Tirpitz unterwegs, wohl eins der meistgeliebten Schiffe innerhalb der deutschen Community. Ich glaube, das kann man ganz klar sagen. Und ich habe mich hier für die Michail Kutuzov entschieden, weil jetzt die Veränderung nach dem Patch durch ist und ich jetzt eine Reichweite von 19 Kilometern habe. Ja, ist ganz schön viel für so einen Kreuzer. Da kann man mal kreuzen. Da kann man definitiv auch mal kreuzen, du. Ja. Na gut, wir fahren direkt erstmal auf A rauf. Ich werde mich vermutlich jetzt schon ein Stück weiter zurückhalten, denn ich glaube, ja zum Beispiel die Ganagato, wenn die da nicht alleine ist, dann wäre da eine ganze Menge. Wären da eine ganze Menge Ziele unterwegs und ich möchte mich natürlich nicht zerfließen lassen. Ich würde dem Alcaramba auch raten, nicht allzu offensiv. Nee, ich drehe schon ab, aber ich musste gerade nur so beidrehen, dass ich nicht auf doof eine Zitadelle noch bekomme. Ah. Oh, immerhin 3 Treffer. Leider sehe ich nicht, wie viel Schaden ich gemacht habe, weil er dann Jux in diesem Moment zugegangen ist. Kann die Hatsuharu hat da gesmoked, dementsprechend. Nicht ganz ideal, weil ich jetzt natürlich nicht mehr drauf schießen kann. Aber dafür kriegen wir den Punkt. Da ist noch ein anderer Zerstörer übrigens. Da hinten ist noch eine andere Smoke-Wolke. Und die haben auch eine ganze Menge Zerstörer im Team. 5 Stück an der Zahl. Und zwar davon auch 3 Achter. Das kann sehr unangenehm werden. Bei Fubuki und eine Benson. Eine Benson. Dann nochmal auf die Nagato. 7000 Schaden hat die bekommen. Kann natürlich sein, dass davon ein Gros von mir wurde. Da ist schon mal eine Fubuki. Nein, daneben. Nicht getroffen. Nö. Da ist eine Benson. Ich werde aber auch mal auf die New Orleans schießen. Nochmal. Aber ja, ich könnte dich vielleicht treffen. Gerade doof hinter die Insel manövriert. Muss mal drehen. Dass die Fubuki gleich nochmal aufgeht. 2400. Aber immerhin. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und so. In der Regel nicht. Da ist noch eine Nürnberg. Das ist natürlich auch ganz nett. Gehen wir mal. Den beiden Zwillingsturm. Die Zwölle drauf richten konnte. Ah, die kommen gar nicht so schlecht. Oh, sehr gut in den Torpedo gefahren. Und Reifschuss leider. Aber wir werden mal ein bisschen die Kraft runterdrehen. Ich weiß gerade gar nicht. Bisher schaut es gut aus auf dem Punkt, muss ich sagen. Ja, ja, hier auf A sieht es gerade ganz gut aus. Ich habe auch noch keinen Schadenstreffer erhalten. Kommt nochmal eine volle Breitseite auf die Nürnberg. Ich hoffe, die dreht nicht ab, weil die kommen nämlich gerade gar nicht schlecht Kugeln. Ja. Ich sollte wieder mehr auf Wasserlinie zielen, das gewöhne ich mir irgendwie. Ja, meine könnten auch gut kommen. Jo, 2 Zitadellen. Ey, nicht schlecht. Und nochmal eine. Komm, 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 nimm ihn raus, nimm ihn raus! Ja! Sehr schön. Yippie! Nochmal 2 Zitadellen. Oh, die haben auch schon ganz schön DDs verloren. Ganze Menge Battleships. Ich würde jetzt rein. Ja, rein planisch. Ich würde auf jeden Fall mal komplett jetzt rauffahren. Ich fahre jetzt mal rüber. Ja, definitiv. Da schließe ich mich an. Wir sind gerade sehr dominant. Leider erst 7 Treffer zugefügt und davon waren jetzt nicht besonders viel Mächtige dabei. Kein Zitadellen-Hit leider. Ist auch immer ein bisschen Glückssache, muss man ganz sagen, ganz klar sagen, wie es ist. Ja, ja, klar. Das RNG ist ab und an trollt es einen stark und ab und an ist es einfach nur göttlich. Verfolgerschüsse auf die Nagato. Ich glaube, die kommen nicht.
Nee, die kommen gar nicht. Leider nein, leider gar nicht. So, ich werde oft gefragt, wie ich denn diese Sicht gerade hinkriege, die ich jetzt mit dem Battleship habe. Das ist ein Skill. Und zwar die Y-Taste. Das ist quasi ein... kann ich mein Flugzeug mitrufen? Ja, 11.000. Allerdings nur... 11.000 Schaden gemacht? 1.100, sorry. Achso. 11.000 wäre nämlich ein schöner Hit. Dafür hättest du zu skeptisch geklungen. Okay, die Benson. Torpedos voraus. Auf die New Orleans gucken. Haben wir nicht schlecht. Ah, 5.000, immerhin. Dann die noch Amagi und eine Nagato. Die Nagato fährt da und noch eine Tirpitz. Tirpitz ist, wissen wir allerdings nicht. Ja, die wird da wahrscheinlich auf der 10er-Linie sein. Dreht er ab. Unser Sieg ist in Sicht. Also sehr dominantes Spiel bis dato, muss man mal sagen. Ja, das stimmt allerdings. Ah, nee. Dafür, dass er so aussah, als hätte ich ihn gar nicht wirklich getroffen, dass ich dafür dann immer noch 5.000 Schaden gemacht habe, war gar nicht schlecht. Oh, zieht er Hit. 11.000. Da ist die Atago. 1.000. Oh, war der knapp, du. Alter Falter. So, diese mal rauszunehmen. Hab ich ja Glück. Oh. Jawoll! Sehr schön! So. Nagato fährt jetzt leider weg. Wir reparieren mal. Einfach, weil ich es gerade kann. Ich hoffe, dass die Atago vielleicht sich demnächst mal parallel zu mir stellt. Das ist noch eine Amagi, die Tirpitz. Ist, hat sogar noch ein bisschen Leben, tatsächlich. Wäre jetzt nicht der Berg hier, beziehungsweise die Insel, könnte ich da ein bisschen besser drauf wirken auf die Atago. Aber das sieht doch jetzt schon mal gar nicht so verkehrt aus. Mich würde mal interessieren, was ich bisher auf die Nagato Schaden an Brandschaden gemacht habe. Oh, guck mal da. Ich habe eine Benson gefunden. Oh, sehr gut. Also im Sinne von mach sie auch weg. Ich glaube, die wird mich ordentlich mit Torpedos jetzt treffen. Wobei, da gerade gar keine Torpedos von mir kommen. Doch, da sind welche. Uiuiuiui. War knapp. Oh ah, nee, schade. Schon zu Ende. Das war's schon. Das war ein bisschen kurz. Das war sehr kurz. Na, wie lange haben wir gespielt? War das irgendwo? 8 Minuten 58 war die Runde. Minuten. War eine kurze Runde mit der Tirpitz. Schade. Hätten wir noch mehr Schaden machen können. Absolut, so sehe ich das auch. 1186. Ich finde es schade, dass man immer noch nicht den Spotting-Damage sieht. Was man da gemacht hat, aber mit der Tirpitz wahrscheinlich sowieso nicht, aber so allgemein meine ich jetzt. Ja, ja, bin ich bei dir. Außer mit dem Flugzeug eventuell, damit könntest du mit der Tirpitz auch ein bisschen spotten. Ja gut, dann war es das schon für die heutige Folge oder für die heutige Runde mit der Tirpitz. War eine kleine, entspannte Folge, dafür gibt es auch wieder längere. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss.